kurz überlegt. Ich wollte von ganzem Herzen beginnen mit den Worten, ich freue mich ganz besonders für die Einladung zum Thema US-Wahl. Dann kam mir der zweite Gedanke, hoppala, dann sagen Sie ja, da war er bei der steirischen Gemeinderat zum Antragswahl, hat er sich da weniger gefreut. So ist es natürlich nicht, aber beim Thema US-Wahl berühren Sie die bereits angesprochenen meine Wurzeln. Der Wahlforschung bin ich eigentlich nahegetreten in den 90er Jahren über US-amerikanische Wahlkämpfe, also wir haben ein Studium enthalten. Meine ersten beiden Bücher waren einerseits mit dem bombastischen Titel Die amerikanische Demokratie und zweitens mit dem Titel Wahlkampf um das Weiße Haus, jeweils mit dem Kollegen Lasser gemeinsam. Und irgendwann habe ich das Thema nie verloren, aber wurde es überlagert, auch durch Mitschuld mancher Anwesenden, die mich zu sehr nach Österreich gebracht haben und die österreichische Wahlforschung. Insofern hat mich das wirklich ganz besonders gefreut. Zu diesem Thema lösen werde ich so, dass sich manches ja gut erklären lässt durch Vergleiche. Ich glaube, zur Präsidentschaftswahl in Österreich schon beim Wahlsystem, aber auch bei der Wahlkampfführung. Und dann kommen wir automatisch auf beides zu sprechen. Ich habe mir 6 bzw. 7 Fragen überlegt, die auch eine Vergleichskomponente haben. Und die Einstiegsfrage ist naheliegend, wenn wir jetzt das Spektakel der amerikanischen Vorwahlen erleben, was ist anders als bei uns? Und die Antwort lautet natürlich alles. Stellen Sie sich vor, Rudolf Hunsdorfer, Andreas Kohl, Norbert Hofer, auch Alexander van der Bellen, nur Frau Gries nicht, hätten in unzähligen Vorwahlen von Neusiedlersee bis zum Bodensee sich stellen müssen. Man müsste das ja eigentlich vergleichen mit den Wahlkreisen oder Bezirken, so viele Vorwahlen wie es sind, die neuen Bundesländer wären ja umzureichen, als Vergleich und als Ergebnis erst dieser Abstimmungen der roten, schwarzen, blauen, grünen Anhänger wäre der Parteikandidat herausgekommen oder der jeweiligen Parteispitze passt oder überhaupt nicht passt. Das ist das amerikanische System. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kommt man auf so etwas? In der amerikanischen Verfassung steht gar nichts davon. Andererseits, und unser Unverständnis sollten wir relativieren, war es in den USA genauso wie bei uns, das heißt, Parteigremien, hohe Parteifunktionäre haben sich in Hinterzimmern ursprünglich auch geschwängert, getroffen und über einen Kandidaten verständigt. Transparenzgrad exakt null, warum es der wird und jemand anderer nicht. Und gleichzeitig, wenig überraschend, ein Kandidat oft herausgekommen, der für die Parteispitze gut verträglich war, von den Wahlkreisen her nicht besonders geeignet. Und im Wesentlichen haben wir dieses Modell bei der Kandidatenauswahl auch noch bei uns. Quer durch die Lager. Rudolf Hunsdorfer hat sicher die zentrale Qualifikation, innerhalb der SPÖ am besten mehrheitsfähig zu sein in den Gremien und nicht zwangsläufig die allerbesten Wahlchancen mit sich bringt. Norbert Hofer bei der SPÖ wird noch einen sehr mühsamen Kandidatenfindungsprozess auch als klassischer Kompromisskandidat gefunden. Die Kohl-Böll-Geschichte ist bekannt. Nur bei Van der Bellen war es wahrscheinlich ziemlich umstritten bei den Grünen. Aber, was machen die Amerikaner, das haben sie es geändert. Der ursprüngliche Grund, der theoretische, ist ein demokratiepolitisch sehr guter. Er hat gesagt, warum sollen nicht unsere Anhänger demokratisch und transparent mitbestimmen, statt irgendwelche Funktionäre im Hinterzimmer bei Sitzungen, wer unser Kandidat ist. Die praktische Komponente, warum es dazu kam, ist ein bisschen weniger ehrenwert. Das hat sich erst im Laufe der Zeit entwickelt und erst nach 1970 endgültig durchgesetzt in den USA. 1968 gab es nämlich einen Parteitag der Demokraten in Chicago, der schon an sich in aufgeladener Stimmung stattgefunden hat. Es war mitten im Vietnamkrieg. Die Konflikte zwischen Kriegsbefürwortern und Anti-Vietnam-Kriegsbewegung hat sich in Demonstrationen auf der Straße auch manifestiert. Und an sich hatten nach den Vorwahlen die Demokraten einen Kandidaten, der als der klare Favorit galt, um dort öffentlich wirksam präsentiert zu werden. Nur, es ergab sich ein kleines Problem, der Kandidat hieß Robert Kennedy und wurde erschossen. Und die Folge war eine Kandidatenentscheidung innerhalb der Parteigremien auf den Parteitag, allerdings in der Form, dass nicht nur, das ist wörtlich gemeint von mir, nicht ironisch, Prügeleien auf
der Straße durch die Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg stattfanden, sondern tatsächlich auch Prügeleien im Parteitagsgebäude bei der Diskussion darüber, wer soll unser Kandidat werden. Wie gesagt, im örtlichen Sinne. Das Ergebnis war, dass am ehesten noch mehrheitsfähig wurde die Jungen Hanfe aufgestellt, den Hauke Dixon verloren hat, weil er der kleinste gemeinsame Nenner der Prügel-Auseinandersetzungen, wer soll unser Kandidat sein, war aber nicht der bestmögliche Gegenkandidat für Dixon. Das hat dann dazu geführt, dass sich auch die Republikaner nicht das genau angeschaut, doch die Meinung durchgesetzt und die Vorwahl sind gar nicht so schlecht. Wie wird gewählt? Das kommt darauf an, ist eine praktische wissenschaftliche Antwort. In den USA kommt es auf den jeweiligen Einzelstaat an. Es gibt praktisch alle Möglichkeiten. Einerseits gibt es Vorwahl, wo Sie, wie bei uns bekannt, in ein Wahllokal gehen und bei der Vorwahl der Partei Ihre Stimme abgeben. Gleichzeitig gibt es aber auch sogenannte Caucuses im Unterschied zu den Primaries, wo Versammlungen stattfinden. Auf den ganzen Einzelstaat verteilt und Leute in einem Raum entweder ihre Hand heben oder auch beispielsweise mit Abstimmungsverfahren wählen, alle die für Clinton sind, gehen jetzt in die rechte vordere Ecke und alle die für Sanders sind, in die linke hintere Ecke. Und dann wird durchgezählt. Einzelstaaten können auch bestimmen, wie offen oder geschlossen die Vorwahl stattfindet. Das heißt, muss man sich eintragen lassen, klassische Parteimitglieder gibt es ja nicht, als Anhänger der jeweiligen Partei um dort abstimmen zu können, oder können sie einfach vorbeikommen, wenn sie gerade in der Gegend sind. Das heißt, es sind nicht einmal Phänomene ausgeschlossen, dass theoretisch zum Beispiel die demokratischen Parteiführungen der Meinung sind, gut wäre Trump als Gegenkandidat irgendwie lieber, als Marco Rubio, Ted Cruz oder jemand anders, weil der ist so weit polarisierend rechtsstehend, gegen den hat wer immer bei uns kandidiert, wohl wahrscheinlich Hillary Clinton, als gemäßigter Mitte die besten Chancen. Also schicken wir möglichst die Leute in die republikanischen Vorwahlen, obwohl wir Demokraten sind, und wählen sie da. Das wäre so wie bei uns in einem Vorwahlprozess. SPÖ-Aktivisten sagen, wir gehen zu den ÖVP-Vorwahlen, weil uns Kohle angenehmer als Gold ist, und sie werden die Debattenkombination durchspielen. Das wäre formal vollkommen zulässig. Es gibt eigentlich nur zwei Gegenargumente, warum es eher eine Mediengeschichte ist, als dieses Cross-Party über ihn wirklich passiert. Das erste sind die Ressourcen. Sie müssen dafür Zeit, Geld und Personal aufwenden. Wenn sie aber gleichzeitig einen eigenen Vorwahlkampf führen, hat zum Beispiel das Team von Hillary Clinton andere Sorgen, als die republikanischen Vorwahlen zu beeinflussen. Und das zweite ist das Medienecho. Das kann man natürlich nicht als Geheimoperation breitflächig abwickeln, wenn die Leute mobilisieren, beim Gegner abzustimmen. Und das Medienecho könnte auch kritisch sein. Da frage ich mich das, aber das sind die einzigen Regularien. Formal wäre es vollkommen zulässig. Auch wie die Stimmen gezählt werden, ist höchst verschieden. Also es ist schon in jedem Staat so eine One-Man-One-Vote, also eine Person, eine Stimme. Aber ob sie der formal und delegierten Stimme für den Nominierungskandidaten und Bundespartei, ob der die Erstplatzierte bei der Parteivorwahl alle Stimmen dieses Staates bekommt, oder einfach prozentuell so viele, wie man Stimmen in der Vorwahl bekommt. Daran, ob man um anteilig Stimmen zu bekommen mindestens 10% oder 20% haben muss, das kommt daran. All das wird verschieden festgelegt und dementsprechend schwierig ist es auch Prognosen abzugeben. Noch dazu, um es noch komplizierter zu machen, auf Seiten der Demokraten sind auf diesem Parteitag neben den gewählten Delegierten, die sich in der Regel ans Vorwahlergebnis halten, auch noch etwa gleich viele sogenannte Superdelegierte, die das aufgrund ihrer prominenten Parteifunktionen und so weiter am Parteitag teilnehmen, die können sowieso dort abstimmen, wie sie wollen. Bei einem klaren Vorwahlergebnis halten sie sich an dieses und schließen sich einfach an, weil natürlich Parteiinteresse liegt, mit einer möglichst Klarheit den Kandidaten zu präsentieren. Wenn aber, wie bei den Republikanern, die ein etwas anderes System haben, aber auch nicht gebundene Delegierte, es zu knappen Ergebnissen kommt, ist wirklich alles möglich. Der Vorwahlsieger errechnet sich also seinen Prozess, der in Iowa im Jänner begonnen hat, bis zum Ende der Vorwahl im Juni und den Parteitag dann der Republikaner in Cleveland am 18. bis 21. Juli und den der Demokraten in Philadelphia 25. bis 28. Juli. Diese Orte sind nicht zufällig gewählt. Philadelphia liegt in Pennsylvania und Cleveland in Ohio. Und es gilt die Regel für den Hauptwahlkampf 2 out of 3. Wenn Sie von 3 Key Swing States, also Schlüsselstaaten mit wechselnden Mehrheiten, die relativ groß sind, Ohio,
Ob wenn Sie Männer und Frauen da zwei gewinnen, dann sind Sie mit höchster Wahrscheinlichkeit Gesamtsieger. Wenn Sie alle drei gewinnen, die Sicherheit. Übrigens ein mögliches Dilemma für Hillary Clinton sollte ihr Gegner Marco Rubio sein. Als Senator von Florida kann man davon ausgehen, dass er seinen Heimatstaat, der durchaus eine Demokratin an sich auch gewinnbar ist, für die Republikaner holt. Dann bleibt nur noch Ohio und Pennsylvania. Ohio war mal demokratische Hochburg aufgrund hinterhalter Autoindustrie, Arbeitervorstädten. Wenn Sie dort jemals durch den Stallgürtel und in einem Mietwagen fahren und sich sowohl die privaten Häuser in ihrer Verfallenheit als auch die Firmen in ihren Restgrundstücken, die teilweise bei geschlossenen Firmen noch stehen, ansehen, dann wissen Sie, warum die Demokraten dort keine Hochburg mehr haben. Also die nicht lange vor der aktuellen Wirtschaftskrise ist das sehr, sehr viel schlechter geworden. Und es ist damit offen. Wann die Entscheidung fällt, Sie haben mir nach einer Prognose gefragt, ich sage Ihnen stattdessen die Zahlen. Auf dem Republikanischen Parteitag geht es um 2472 Delegierte. Die brauchen also 1237, einen mehr als die Hälfte, um Kandidat zu werden. Bisher führt Trump mit den 81 Delegierten Stimmen. Und allein ist am Super Tuesday werden rund 670 republikanische Delegierte erst gewählt. Das heißt, dass alles, was bisher war, ist symbolisch für das Momentum im Wahlkampf wichtig, zahlenmäßig für den Parteitag vollkommen irrelevant. Bei den 670 kann schon ein klarer Trend erkennbar sein, rechnerisch sind wir aber immer noch weit entfernt von dieser Ergebnismöglichkeit. Bei den Demokraten geht es um 4763 delegierten Stimmen, derzeit führt Hillary Clinton mit 51. Und jetzt gewählt werden ca. 850. Das heißt, das ist nach wie vor vollkommen unklar, wie die Mehrheiten sind. Ich habe persönlich, ist aber auch gar keine Prognosemöglichkeit, die seriös wäre. Ich referiere einfach, was der kumulierte Wert der öffentlich zugänglichen Umfrage ist und nicht eine zufällig herausgegriffene aus US-Medien. Und da gibt es ja viele Seiten, die diese Umfrage alle sammeln und Durchschnittswerte errechnen. Da liegt national Hillary Clinton immer noch 10-15 Prozentpunkte vor Sanders. Das ist ein vollkommenes Muster ohne Wert, weil eben nicht alle an einem Tag abstimmen und das Momentum Sanders hat. Ich glaube, dass Hillary Clinton durchaus dankbar war für einen Gegenkandidaten, weil sonst wäre sie von der Wählerbühne verschwunden für zu lange Zeit. Ob sie allerdings an den Super Tuesday noch dankbar ist, ist eine andere Frage, weil da hat sie natürlich ein Trauma. Ihre Strategie war auch gegen Obama. Nach dem Super Tuesday bin ich die sichere de facto Kandidatin, wenn auch nicht rechnerisch. Und da lag sie so knapp vorne, dass die Folge absehbar war. Obama hatte das Momentum, also da hat sie wirklich dramatisiert. Auf Seiten der Republikaner ist es relativ einfach. Solange mehr Mitbewerber von Trump im Rennen bleiben, bleibt er vorne. Es gibt insgesamt eine Mehrheit gegen Trump. Das verlangt aber ein Alignment der Nicht-Trump-Kandidaten. Und das Drehbuch, vor allem von Marco Rubio, sieht ja aus vor alle anderen gemäßigten Mitte-Rechts-Kandidaten. Jeb Bush, der als einziger wirklich schon ausgestiegen ist, aber John Kasich beispielsweise, Chris Christie von New Jersey und so weiter steigen der Reihe nach auch aus. Und dessen Wähler, ob es Wahlempfehlung oder nicht, wahrscheinlich würde es auch eine solche für Rubio geben, wen sollen die denn sonst wählen, außer mich? Und sogar die Ted Cruz-Wähler, die aus speziell aus Texas, aber auch anderswo viel noch konservativer als Rubio sind, auch er ist durchaus so bestimmt aus der Debatte gekommen, bevor sie Trump wählen, wählen sie auch Rubio. Nur die bisherigen Vorwahlen, die spannende und super Newsle, haben halt natürlich genau das gezeigt, was die republikanische Parteiführung am meisten befürchtet. Die steigen nicht aus, weil die Stimmen so gesplittet werden bei den Trump-Gegnern, dass jeder die Hoffnung hat, ich könnte der Letzte sein, der dann die Stimmen sammelt. Nur mit jeder vergangenen Vorwahl wird das rechnerisch knapper. Also ich würde die Chance von Trump klar unter 50% nach wie vor sehen, aber es ist mittlerweile nicht mehr vollkommen unmöglich. Abschließend noch, und da kann man auch die Brücke zu, vielleicht auch zu den Bundesweiten, dort natürlich so eine Zahlenspur, also da wissen wir, wie die anbringt. Wie schaut es denn dann im Herbst aus? Aber zwei Dinge bei den trotzdem täglich stattfindenden Umfragen in den USA sich interessant. Erstens, was noch vor einem Monat völlig undenkbar wäre, in diesen fiktiven Umfragen liegt Sanders gegen republikanische Kandidaten eher besser als Clinton. Auf der republikanischen Seite
schwanken die Daten natürlich extrem sehr, aber es gibt schon gute Gründe, warum Rubio derjenige ist, der die Parteiführung mittlerweile will als Kandidat. Weil die eigene Wählerschaft hinter ihm vereint werden kann, und wahrscheinlich nur hinter ihm, weil er kommt ursprünglich aus der Tea Party, wurde als Tea Party-Kandidat zum Senator gewählt 2010. Aber er hat sich dann gemäßigt repräsentiert. Das heißt, Rubio ist durchaus ein Kandidat, der die Partei vereinen kann, und er ist auch jemand, der aus der Mitte einige Stimmen holen kann, was für Bloß oder Trump eine Mission impossible wird. Last but not least beim Geld. Man kann natürlich das amerikanische System auch gut mit unserem der Wahlkampffinanzierung vergleichen, denn die Präsidentschaftswahl ist ja eine, wo es nie eine unmittelbare Wahlkampfkostenrückerstattung gegeben hat. Unterschied bei Parteiwahlen, da hatten sie erst vor relativ kurzer Zeit abgeschafft, und bei Europaparlamentswahlen gibt es sie nach wie vor. Das heißt, es gibt die Möglichkeit von Spenden. Die dicksten Börsen hatte Jeb Bush, hat jetzt Donald Trump mit ca. 150 Millionen Dollar. Der Wahlkampf hat noch nicht mal richtig begonnen. Wir werden also auf 4, 5, vielleicht 6 Milliarden kommen an Gesamtausgaben, inklusive der Kongresswahl im Herbst. Und wir haben ein Phänomen, das uns schon nachdenklich stimmen sollte, wenn wir allzu leichtfertig über öffentliche Wahlkampffinanzierung schimpfen, mit Steuergeld. Natürlich hat das den Beigeschmack, Politiker entscheiden, wie viel Steuergeld sie für den Wahlkampf bekommen. Aber das amerikanische Modell der Spenden, also die Präsidentschaftswahlkämpfe sind so geregelt, während beim Kongresswahl können sie kein öffentliches Geld bekommen. Punkt, ist ausschließlich privat finanziert, die Repräsentantenauswahl. Hingegen beim Präsidentschaftswahl können sie öffentliche Mittel in Anspruch nehmen, dürfen dann selbst aber nicht privat mehr Geld verwenden zusätzlich. Egal, ob aus ihrem Privatvermögen oder durch Spenden. Deshalb wird das sehr oft auch verweigert, das öffentliche Geld. Und das Dilemma sind nicht die vielen Kleinspenden, deren Bedeutung zugegeben durchaus zugenommen hat, also 10, 20, höchstens 50 Dollar, die ich im Internet relativ schnell spende, mit Kreditkarte und Online-Systemen, Überweisungssystemen ja sehr schnell machbar. Und das Problem sind die sogenannten Political Action Committees. Während es nämlich für Einzelspenden durchaus relativ strenge Beschränkungen gibt und Transparenzregeln, wie viel spende ich, dürfen einen Kandidaten nicht mehr als 2000 Dollar spenden und so weiter und so fort, sind Political Action Committees de facto vollkommen frei. Sie dürfen sich nur nicht erwischen lassen, sich mit dem Strategieteam des Kandidaten in der Hinterecke einer üblen Bar abzusprechen. Solange sie das aber nicht tun, sich auf ihre Meinungsfreiheit berufen, dürfen sie zwar nicht sagen, ich gebe dir 1 Million Dollar, damit du Präsident wirst, sie dürfen aber sagen, ich gebe 100 Millionen Dollar aus und kaufe damit Werbezeit oder mache welche Wahlkampfmittel auch immer in Lauf bringen, weil das geschieht im Rahmen meiner Meinungsfreiheit. Dass da jedwede Grauzone natürlich völlig vorprogrammiert ist. Noch kommt dazu, dass die Transparenz in Frage ist, bei manchen Political Action Committees und Superbacks wissen sie aufgrund des Namens, wer das ist. Aber wenn das zum Beispiel heißt Families for America, wissen sie das nicht, weil logischerweise gibt es keine Gruppe Families Against America. Sie können vermuten, und in diesem Fall hätten sie recht, dass es jemand aus dem sehr konservativen Lager ist und in Wahrheit geht es um christlich-konservative Familienwerte. Das würde in diesem Fall stimmen, aber sie müssten darüber, wenn sie es nicht extra recherchieren wollen, einmal raten. Und das ist auch im Fall. Last but not least, die Schlussbemerkung habe ich mir natürlich überlegt, Gewinner jedes Wahlkampfs in Österreich auch und erst recht in den USA sind die Medien. Obwohl die Vorwahlbeteiligung in den USA gerade steigt, sprechen wir von wenigen Prozent insgesamt der Wahlberechtigten, also im einstelligen Prozentbereich, die sich wirklich beteiligen und Partei vorwahlen. Aber wir haben ein Fernsehspektakel, eigentlich schon seit Anfang Jänner, als würde man bei der heimischen Kandidatenauswahl von unterschiedlichen Online-Parteitreffen in Sondersendungen berichten. Aber die Quoten sprechen dafür, die Zuseher sind viel mehr als die tatsächlichen Wähler in den Vorwahlen. Deshalb wäre eine Änderung des Vorwahlprozesses in den USA, der die Kandidaten hunderte Millionen kostet, woran aber die Medien den Großteil dieser hunderten Millionen verdienen, auch gegen die Medien schwer durchsetzbar. Schlussbemerkung, diese Idee zum Duft des Geldes wollte ich Ihnen aber jetzt nicht als Floh, für die österreichische Bundespräsidentschaftswahl oder etwaige Vorwahlen setzen. Danke, und wir können dann gerne Fragen und Antworten.